Partie offensiv. Hat auch in Gießen gespielt, Tim Köpfle, oder? Richtig, Tim war in Gießen dann vor allem für die Probemannschaft die Racke losgespielt. Sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und. Wie immer es richtig dann heißt. Fantastischer LAU von. Eine Sekunde auf der Shotclock. Gefühlt spielt Joel Aminu ziemlich durch. Aber da ist jetzt Wilder vorbei und da wäre die Chance. Vorsprung jetzt bei über 20. Wilder überlegt sich zweimal.
Hat er gut gemacht. Und das ist mit dem Basketball gehalten. Missverständnis im Anspiel bei den Baskets. Bin natürlich sehr super. Da geht es immer ein bisschen weit raus. Stark gemacht von Eberhard. Sind verzögert in der Zeit. Ja, ausgespielt. Ja, bis zu 4 Punkte ranzukommen. Oh. Oh, genau das machen sie mit. Das war NBA-Distanz. Der Wurf von Hollowell. Leider erfolglos. Und noch. Und da kommt er und Wolfgang Gröpel wird zögern. Jetzt kommt die Pause eigentlich zum falschen Zeitpunkt. Guten Zeitpunkt gewesen, 2 für Nürnberg. Bestes Spiel von Ferenc Gille in Nürnberger Trikot bisher. Walter für 3. Sehr. Wir sitzen hinterm Korb, wir kriegen alles wirklich hautnah mit. Das ist schon schön, also mal irgendwo in der Kommen. Lassen einfach viel zu viele einfache liegen. Und das war ein starker Fastbreak am Schluss. Gutes Timing. Starker Wert und wir dürfen nicht die Nürnberger aus den Augen hier verlieren, während ich von der Statistik rede. Denn die bei Bremerhaven, da war auch viel Kontakt. Schrittfehler Walder nicht gepfiffen, zum Glück aus Nürnberger Sicht. Kobleger Walder. Ja. Man muss hier nachgreifen. Hat er zweimal überlegt. Ballverlust Düsseldorf, die müssen sie auch abstellen in der zweiten Halbzeit, wenn es mit einem Auswärtssieg was werden soll. Leichte Punkte aus dem Walder. Tür ist offen. Da läuft er durch. Thomas Walder. Viele Arbeiten.